Manchmal habe ich Angst vor mir. Wissen Sie, es ist folgendermaßen. Ich möchte zwar keine Kinder haben, aber dass ich nicht schwanger sein kann, dann das finde ich doch schade. Schwanger sein ist bestimmt sehr interessant. Kinder haben ist für mich nicht interessant. Also, ich will mich ja auch nicht umbringen, aber manchmal denke ich, ich könnte einfach springen. Auf die Straße von der Klippe vor den Zug, verstehen Sie das? Ich möchte nicht tot sein, nicht mal verletzt, aber mich interessiert das, dieses Es-Tun. Das Überschreiten der Schwelle, die ja aber nur deshalb so heikel ist, weil man danach tot sein könnte, zumindest sehr verletzt. Ich bin nicht verrückt oder krank, ich bin irgendwie neugierig und habe Angst, ich könnte unbedacht sein eines Tages. Zu traurig, zu mutig, zu irgendwas, um die Schwelle noch zu merken. Ich meine, es wäre eben auch nur ein Schritt. Einer, wie man täglich Tausende tut. Es wäre der gleiche Schritt, nur vielleicht einen Moment zu früh, an einer Ampel zum Beispiel. Es wäre der gleiche Sprung von einer Brücke, wie der von einem Mäuerchen über ein zu überwindendes Hindernis. Es ist die gleiche Bewegung, ganz automatisch, hunderte Male so gemacht, tausende und vieltausende Male im Falle eines Schrittes. Manchmal sehe ich in einen Kinderwagen und denke, jemand könnte doch vorbeikommen und nicht bloß reinsehen und debil grinsen und kuckuckuck zwitschern. Jemand könnte das Kissen auf den Kopf des Kindes legen, einfach so, wie man ein Sofakissen zurechtlegt in der Art. Eine Bewegung, die man ganz automatisch hunderte Male schon gemacht hat, zu Hause, nicht auf der Straße, versteht sich, aber doch schon häufig genug. Vielleicht an einem nebligen Tag könnte dieser jemand auch ich sein. Das geschähe ganz im Vorbeigehen, ganz ohne eine Absicht. Es könnte geschehen, auf dem Bürgersteig, beiläufig. Man könnte sie machen, diese Bewegung, auch mal auf der Straße. Genau wie man schon mal etwas, das man nur denken wollte, aus Versehen ausgesprochen hat. Wie man Selbstgespräche führt, laut zu Hause auf dem zurechtgerückten Sofakissen. Und wie man es dann auf einmal vergisst, dass man nicht mehr zu Hause ist. Wenn man in einem Wartezimmer sitzt, eine Zeitung nimmt, wie schon so oft zuvor, und beginnt etwas zu kommentieren. Oder im Auto. Manchmal habe ich im Auto Angst vor mir. Ich müsste nur einmal an der Auffahrt auf die falsche Seite. Wie wäre das wohl, wenn die Lichter einem entgegenkommen, immer näher, wenn niemand weiß, wer wohin ausweichen wird, ob er überhaupt ausweichen wird. Ich habe Angst vor einem Versehen, vor dem Ausfall der Sortierung. Drinnen oder draußen ist die Ampel rot oder grün, links oder rechts, davor, dass sich der Hemmmechanismus verschieben könnte. Nur ein klein wenig, es wäre so einfach. Es wäre wie immer. Man muss sich nicht sorgen, dass ich an eine Waffe kommen könnte zum Beispiel oder an eine große Menge betäubender Medikamente. Das nicht, das wäre nicht alltäglich. Ich mag es nicht besonders spektakulär, ich mag überhaupt kein Aufsehen. Aber ein Schritt, ein Sprung, ein Tritt auf das richtige Pedal zur falschen Zeit, das wäre so banal, so viel gefährlicher, das wäre gar keine wirkliche Entscheidung oder eben wie eine, die man doch schon tausendmal. Sind Sie schon mal bei Rot über die Straße gelaufen? Sehen Sie? Ganz leicht geht das nachts, wenn nichts kommt von links oder von rechts, so leicht wie bei Grün am Tag. Es ist absolut das Gleiche, nur dass sie niemand sieht und sie sich sicher fühlen. Sind Sie schon mal an einem Hilfesuchenden vorbeigefahren, einer Panne, einem Unfall, an einem verletzten Tier? Sehen Sie? Ganz leicht geht das, wenn sie niemand sieht. Es wäre genauso leicht am Tage. Wenn Sie am Tage anhalten, dann machen Sie das auch nur, weil Sie wissen, dass Sie das sollen, nicht weil Sie das wollen. Und Sie sind das Vorbeifahren gewöhnt, nicht das Anhalten, das Besondere. Ein Schritt, ein Tritt, ein Sprung, ein zurechtgelegtes Sofakissen, das ist nichts Besonderes. Manchmal habe ich Angst vor mir. Ich stehe am Bahnsteig wartend, sehe einen Meter nach unten aufs Gleis, aus einer Richtung des Tunnels bereits ein näher kommendes Rauschen vernehmend, denke, es ist das Gleiche. Ich könnte einfach ohnmächtig werden, ob einer bisher unentdeckten Krankheit und nach vorn fallen. Ich könnte auch einfach so die Kante übertreten und nach vorn fallen. Meist erschrecke ich mich dann ein bisschen und gehe einen Schritt zurück. Und dann sehe ich die vielen anderen. Sie werden mich nicht stoßen, das wäre nicht alltäglich, aber sie könnten einfach ohnmächtig werden oder einen Schritt nach vorn tun. Ich würde hier stehen bleiben. Aber am nächsten Tag auf der Autobahn, da könnte mir einer von ihnen entgegenkommen. Ob man nach links oder nach rechts lenkt, das ist sehr gewöhnlich. Da ist kaum eine Schwelle, nicht wahr? Haben Sie schon mal dran gedacht? Natürlich haben Sie.
Dankeschön.